Also, ich bin die Ratschkattel aus dem Marionettentheater in Dates. Was? Ich stehe da falsch? Mei, sagt's mir das halt gleich. So, stimmt's da jetzt auch? Weiter rechts. Das andere rechts. Macht's halt eine Markierung her, Leute. Kennst den gar nicht selber mit, Dinger. So, jetzt passt's. Also, wie war mein Text nochmal? Ah ja. Ich bin die Ratschkattel aus dem Marionettentheater in Dates. Meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude. Wir haben da einen Filmdraht über Dates. Schaut's ihn euch an, kommt's vorbei. Wir freuen uns narrisch auf euch. Wo ist denn der Schalter? Ah. Auf geht's. Viel Spaß. Die ersten sonnigen Tage genießen. Nach dem Winter in der Frühlingswärme auftanken. Bad Tölz zeigt sich im Frühjahr von seiner sanftesten Seite. Hinter dem historischen Gesicht verbirgt sich eine Stadt mit Tradition, die ihre Gäste auf höchstem Niveau und nach modernsten Maßstäben verwöhnt. Machen Sie Vitalurlaub mit allen Sinnen. Knackig frische Produkte aus gesundem Landbau direkt vom Bauernmarkt. Und wer mal wieder mit Stil bummeln möchte, für den bietet die lebendige Stadt rund ums Jahr Kunsthandwerker- und Töpfermärkte oder zum Beispiel den Tölzer Ostermarkt. Hier gibt es noch kleine Schätze zu entdecken, von Hand gemacht mit Liebe zum Detail. Die Fußgängerzone lädt mit ihren kleinen, meist inhabergeführten Geschäften zum entspannten Einkauf ein. Das Erfolgsgeheimnis ist die traumhafte Lage. In einer Höhe von knapp 700 Metern herrscht ein besonderes Klima. Gemäßigte Temperaturen und eine blitzsaubere Luft, die so sauerstoffreich ist, dass die Tölzer ganz stolz von ihrer Champagnerluft sprechen. Nicht umsonst ist Bad Tölz schon seit 1969 als heilklimatischer Kurort bekannt. Wer nach Bad Tölz kommt, blüht auf. Das Frühlingserwachen und seine Blütenpracht lassen sich besonders in den gepflegten Gärten und Parks genießen. Grüne Oasen für die Sinne. Zum Innehalten, Durchatmen und Freunde treffen. Hier werden Traditionen noch gelebt. Tracht und bayerisches Brauchtum gehören hier zum Alltag. Und Janker, Dirndl und Lederhosen werden nicht nur zur Touristenunterhaltung angezogen. In Bad Tölz ist Bayern eben noch Bayern. Und Gastfreundschaft wird großgeschrieben. Hier ist Brauchtum noch lebendig. Dank der Tölzer Stadtkapelle, der Schützenkompanie und den Trachtenvereinen der Region. Die Traditionen sind eben tief verwurzelt in der historischen Flößerstadt. Hier spürt man Geschichte in jedem Winkel der schmalen Gassen. In Bad Tölz glaubt man daran, dass man schon immer wusste, was Leib und Seele zusammenhält. Immerhin wurde die Stadt schon 1899 zum Bad ernannt. Hier wird nicht nur das bayerische Brauchtum hochgehalten, sondern auch die langjährige Erfahrung in Sachen Erholung und Gesundheit. Egal ob Wellnesswochenende, Familienurlaub oder ein richtiger Gesundheitsurlaub, Bad Tölz tut jedem gut. Das Heilklima und das Naturmoor helfen Ihnen ebenso zu entspannen wie die professionellen Behandlungen und Heilmethoden aus aller Welt. Lassen Sie die Seele baumeln, verordnen Sie sich selbst ein paar gesunde Tage oder legen Sie Ihren Kuraufenthalt in professionelle Hände und genießen Sie. Bad Tölz kümmert sich um Sie. Ganz egal, wie Sie gerne urlauben, ob im schönen Hotel, einem gemütlichen Gästehaus, einem eigenen Apartment, einer speziellen Sportjugendherberge oder in einem Kur- und Wellnesshotel. In Bad Tölz fühlen Sie sich garantiert daheim.
Und nicht nur Gesundheit und Wellness gehört hier zur Kultur, sondern auch Kleinkunst, Konzerte, Open-Air-Veranstaltungen und Theater für Alt und Jung. Erleben Sie Bad Tölz auch mal von einer ganz anderen Seite. Ich hab's noch nicht. Sollte ich wegschauen? Ja, hab ich's gehabt. Na, du hast schon raus unter der Joppen. Oi, oi, oi. Da ist es. Vergebung, Herr Portner. Bitte tausendmal um Vergebung. Na, da steht's ja. Brandner Kasper, 72 Jahre, falsch abgekackelt. Ja, das war ich. Ich schäme mich ja so. Und jetzt machst du deinen Rapport. Aber die Wahrheit bitte, Maus. Auch die kleinen Dinge werden hier mit Liebe und Sorgfalt gemacht. Regionale Spezialitäten entdecken und Bad Tölz mit allen Sinnen genießen.